Was für Behauptungen hören wir denn hier? Die Krankenhäuser waren nie voll, sie waren nie überlastet und wir haben massive Nebenwirkungen, die jetzt auftreten. Zu diesem Thema wollen wir heute mal direkt in die Wunde reinschauen, möglicherweise sogar in die Wunde reindrücken. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Wir als Finanzkanal haben, und ich meine, damit unterscheiden wir uns auch grundsätzlich von anderen Kanälen, und das ist auch völlig in Ordnung, keine Kritik an irgendjemanden, unterscheiden uns dadurch, dass wir nicht nur Finanzthemen auswählen, die wir besprechen, nicht nur Marktanalyse als Analysehaus, das wir sind, sondern auch immer wieder kontroverse Themen. Und da möchte ich das dann auch sagen, das ist dann auf meinen Mist gewachsen. Das hat mit meiner Firma nichts zu tun, sondern das bin ich, der als Mensch es für wichtig hält, hinzuschauen, wo alle anderen oder viele anderen gerne wegschauen. Wir haben das beim Thema des Krieges in der Ukraine gemacht, bei politischen Themen gemacht. Wir haben es damals bei der Aufarbeitung der Wahlergebnisse auch schon der Parteien, Vorstellung der Parteien gemacht. Dieses Thema hier, Thema Corona, habe ich in der Vergangenheit versucht, möglichst wegzulassen, weil ich mir gedacht habe, da ist so ein Gegenwind medial, ähnlich jetzt einer Situation, die wir im Krieg haben, die in eine Richtung und nur in eine einzige Richtung geht und alle anderen Sichtweisen werden nicht zugelassen und jeder, der eine andere Sichtweise hat, ist wahlweise ein Schwurbler, ein Aluhutträger, ein Covidiot oder eben gleich ein Rechtsradikaler. Nun, warum mache ich das dann heute? Nun, was wir hier sehen aktuell, ist nicht weniger als erstaunlich, denn verschiedene Nachrichtenagenturen, Welt, die Bild, laden plötzlich Ärzte rein und die reden ganz offen darüber, was eigentlich jetzt schon seit Jahren von allen Dächern runtergerufen wird. Dass es massivste Nebenwirkungen gibt, dass es bekannt war, dass es diese Nebenwirkungen geben wird. Und Dr. Gunther Frank, das ist ein Allgemeinmediziner, der hier im Interview bei der Bild ist, ja, man könnte sagen, er packt aus. Und da möchte ich heute selber mal ein paar Statements geben und sicher werden viele, viele von Ihnen auch solche Dinge wissen und das mal in die Kommentare reinschreiben. Es ist nicht weniger erstaunlich, was hier jetzt gerade besprochen wird. Wir gehen direkt mal rein. Thema Corona, Thema Krankenhäuser, Thema Nebenwirkungen, die auftreten und Thema Aufklärung, die jetzt ganz plötzlich gemacht werden soll. Jetzt wird ganz plötzlich gefordert, wir müssen die Leute aufklären. Wo doch damals jedem Aufklärer bescheinigt wurde, er sei ein Schwurbler und er sei quasi geisteskrank und folgt irgendwelchen Verschwörungsmythen. Und jetzt wird es ganz offiziell bekannt gemacht. Wir wollen es uns mal anschauen. Starten wir los. Und damit kommen wir aber jetzt erstmal zu Ihrem Thema, was auch eins ist, was wirklich die Nation auch spaltet, kann man ganz klar sagen. Also es tut mir leid über die Heftigkeit der Diskussion, aber das ist einfach wichtig, weil man muss, wenn man wissenschaftlich argumentiert, von vorne beginnen, von der Basis, wenn die nicht stimmt. Und wir hatten keine Überbelegung, wir hatten keine Probleme. Nee, Frau. Das ist Fakt. Und jetzt, deswegen ist es von vornherein eigentlich problematisch, einen Impfstoff, Wir hatten keine Überbelegung, also in den Krankenhäusern. Von wem kam diese Behauptung von Tag 1? Und wer hat diese Behauptung dementiert und gesagt, sie sei Lüge? Wir hätten die extremste Überbelegung und wir haben Bilder gesehen von furchtbaren Situationen, nicht genügend Betten mehr, Triage wurde herumgeworfen. Lassen wir es einfach so stehen, schauen weiter. Experimentell ist und eine große medizinische Leistung, mit einer bedingten Zulassung dann loszulassen. Und jetzt müssen wir mal die bedingte Zulassung sich anschauen auf EU-Ebene. Da steht drin, das muss ganz engmaschig kontrolliert werden. Die Nationalstaaten müssen an die EU die Daten engmaschig liefern. Das macht die Bundesregierung überhaupt nicht. Sie lehnt das Regelrecht ab. Und es muss im Beipackzettel und jedem Patienten und jedem medizinischen Personal ganz klar gemacht werden, es handelt sich um eine bedingte Zulassung, sprich die Zulassungsstudien sind nicht abgeschlossen. Und wenn man das bedenkt und wenn man die Warnungen bedenkt, die dann auch mit den Impfnebenwirkungen schon früh geäußert wurden, und dann sieht, was jetzt los ist. Ich habe täglich Patienten mit schweren Nebenwirkungen. Ich gebe zu, das ist selektiv, weil natürlich die Leute extra deswegen auch wissen, dass ich ihnen zuhöre, weil sie werden nämlich von ihren Ärzten nicht ernst genommen. Und das sind heute
ich füge kein Komma zu, ein junger Mann, 20 Jahre alt, ja, nach der ersten Impfung schlecht geschlafen, hat der Arzt gesagt, ich verschreibe mal ein. Schauen Sie, wir haben mehrere tausend Abonnenten und darunter sind natürlich auch sehr viele Mediziner. Und Sie können sich vorstellen, ich telefoniere ja sehr viel mit Kunden, dass ich dem Juristen zuhöre bei seinen Problemen und gerne erfahre, wie die Situation ist und natürlich auch den Ärzten. Und ich über Jahre nunmehr gefragt habe, wie ist die Situation mit den Nebenwirkungen? Ja, es wird mir eigentlich fast unisono überall das Gleiche, natürlich immer nur hinter vorgehaltener Hand gesagt, diese Nebenwirkungen sind extrem und sie treten sehr häufig aus. Also eine der allerersten Verschwörungstheorien der sogenannten Querdenker, die von Tag 1 an geäußert wurden. Hören wir weiter. Beruhigungsmittel, zweite Impfung 4 Wochen später, schwerste Augenprobleme. Er hat eine Ausbildung angefangen zum Fahrlehrer. Musste er abbrechen. Dann ging das 2 Monate später los mit Schwäche des Arms. Dann nach einigen Monaten konnte er nicht mehr richtig laufen. Der rennt von Pontius zu Pilatus, kriegt einen Termin in der Neuromuskulär. Auch hier ein kleiner Einwurf. Ich habe selber einen Mitarbeiter hier in der Firma, der sich hat impfen lassen, der bis heute, ich meine, das müsste jetzt 9 Monate her sein, der bis heute schwerste Schlafstörungen hat und er hat sie exakt seit dem Zeitpunkt der ersten Impfung und mit der zweiten ist es noch stärker geworden. Bei uns ganz klar, jedem ist es immer freigelassen worden. Ich habe mich da nie an faschistoiden Gedankengut beteiligt, Leuten vorzuschreiben in meiner Firma, wie sie sich zu verhalten haben, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Das entscheidet jeder frei denkende Mensch für sich selbst. Ich weiß, viele Leute in diesem Land sind nicht dieser Meinung und haben jetzt Entscheidungen getroffen, die sie womöglich bereuen. Aber ich kann das hier definitiv bestätigen von einer Person, die ich selbst kenne, dass diese sagt, sie hat massivste Schlafstörungen und wie das auf die Psyche geht, können Sie sich vorstellen, wenn Sie jede Nacht 5-mal aufwachen seitdem und seit vielen Monaten keine einzige Nacht mehr durchschlafen. Schauen wir weiter. Deren Ambulanz im Dezember 2022. Kein Arzt nimmt ihn ernst. Und das ist kein Einzelfall. Ich tausche mich aus mit Ärzten, die sich dem Thema öffnen. Und die erleben das genau das Gleiche. Und wir haben inzwischen ja auch, weil Deutschland keine vernünftige Wissenschaft hinkriegt, aber man muss sagen, die Studie von Herrn Mattes ist nun mal das Einzige, was wir einigermaßen vernünftig haben. Und da kommt eine Zahl heraus, die international ja auch bestätigt ist, von 0,8% pro Impfung schwere Nebenwirkungen. Nebenwirkungen? Ja. Und nicht dann, schwere. Die Schwere nein, ist gar nicht definiert. Nein, Sie haben nicht zugehört. Herr Mattes sagt, ich habe mit Herrn Mattes diskutiert. Ich habe es gesehen. Er hat gesagt, es geht um schwere Nebenwirkungen, hat er gesagt. Haben Sie es aber nicht verstanden, was nein, das können wir uns auch angucken. Er hat schwere Nebenwirkungen gesagt. Ja, er hat sie gesagt, aber es sind keine schweren Nebenwirkungen. Er hat es definiert mit Arztbesuch, mehrere Tage krank und so weiter. Das ist übrigens hier der absolute Oberpapst, Herr Montgomery. Links neben ihm der kleine Elefant der Elefantenrunde, Herr Amthor. Seit 30 Jahren impfe ich. Aber sind Impfnebenwirkungen jetzt nur bei der Corona-Impfung? Gibt es nicht bei jeder Impfnebenwirkung? Natürlich gibt es die. Die eingepreist aber sind? Aber wir haben jetzt schon bei der Zahl vom Paul-Ehrlich-Institut, nur die Meldeziffern, haben wir 0,02. Aber das sind in Gesamtzahlen so viel, dass jedes normal zugelassene Medikament eigentlich schon die Zulassung gestoppt wurde. Das ist klar. Aber wir haben den Faktor 40 inzwischen. Also und ich kann wirklich nur an die Verantwortung appellieren, Leute, ihr müsst die Zulassung ruhen lassen, um die eminenten Sicherheitsfragen zu klären. Und nochmal, Deutschland kommt seiner Pflicht nicht hinterher. Selbst im Infektionsschutzgesetz steht, dass die kassenärztlichen Vereinigungen die Impfdaten liefern müssen. Sie tun es nicht. So, jetzt wird diese Leute werden. Herr Amthor schweigt wohlweislich, wissentlich, dass seine Regierung voll mit dabei war, den Leuten nur maximal die halbe Wahrheit zu erzählen. Herr Montgomery muss seine Position selbstverständlich verteidigen, denn er ist quasi an vorderster Front dabei, den Leuten erzählt zu haben, dass das quasi wie Alpenwasser ist, Quellwasser vom Allerfeinsten, das man nimmt. Was ich absolut erstaunlich finde hier ist, dass so eine Sendung in unserem Land, diesem Quell der Demokratie und der freien Meinungsäußerung, überhaupt zugelassen wird. Denn wir erinnern uns noch vor einigen Monaten, als man sich noch nicht entschieden hat, dass dieses ganze Ding hier puff in Luft aufgelöst wird und jetzt gehen wir alle wieder so weiter, als wäre nichts geschehen. Als das da noch als die schlimmste, größte Grippe
und die vernichtendste, tödlichste aller Zeiten gepriesen wurde. Da wäre jeder Arzt, der so etwas gesagt hat, und es gab viele und es gibt viele von ihnen, die das von Anfang an, von Tag 1 rausgeschrien haben, an denen das hören wollte, und immerhin ca. 16 Millionen Leute immer noch in Deutschland haben es gehört, haben sich nicht impfen lassen. Fragen Sie sich aktuell mal, ob die das bereuen jetzt, dass sie sich nicht haben impfen lassen, oder bereuen es die, die es haben machen lassen. Dass überhaupt so ein Arzt eingeladen wird hier in diese Runde, das ist schon eine sehr, sehr krasse Veränderung, die ich jetzt hier gerade in der Medienlandschaft sehe, die hoffentlich nicht untergeht im ganzen Ukraine-Thema, sondern wo hier mal drauf geschaut wird, was jetzt hier gerade passiert, dass man offen darüber redet, zwei Meinungen zulässt. Ja? Durchgängig jetzt mal ein paar Sachen sagen. Erstens, ja. Die Zulassungsstudien sind längst abgeschlossen. Und die bedingte Zulassung ist darauf zurückzuführen, dass man die Zulassungsstudien parallel zur Zulassung bereits begleitet, was ungewöhnlich ist. Ende 2023, Herr Montgomery. Darf ich jetzt mal einmal ausreden? Das ist doch nicht zu fassen. Das Zweite, es sind inzwischen 12 Milliarden Impfdosen weltweit vergeben worden. Wo sind die vielen Nebenwirkungen? Das möchte ich wirklich mal wissen. Drittens, glauben Sie denn, dass alle Ärzte, Ihre Kollegen, meine Kollegen, die Leute immer alle nicht ernst nehmen? Nein, es gibt bestimmte Ärzte, die ein gewisses Charisma darin haben, solche Dinge anzuziehen und die Menschen besonders ernst zu nehmen. Schließlich, die Impfstudie von Herrn Mattes, die ist gar nicht abgeschlossen. Die Charité ist im höchsten Maße entsetzt darüber, und das widerspricht jedem wissenschaftlichen Standard, dass man eine Studie, die noch gar nicht abgeschlossen, geschweige denn ausgewertet ist, bereits publizistisch in der Frage um die Impfpflicht benutzt und damit zu Leben kommt. Gefahr im Verzug, Herr, natürlich. So ein Unsinn. Also Gefahr im Verzug. Wir impfen immer noch täglich mehrere zig bis hunderttausend Menschen dann, als die Infektionszahlen höher waren. Und wir sehen eben nicht diese Nebenwirkungen im Bereich der seriösen wissenschaftlichen Medizin. Ich habe mit einem Leiter eines Impfzentrums gesprochen. Ah. Der hat wirklich ein Impfzentrum geleitet. Nach der ersten Impfung Anstieg der Leberenzyme, hat sich schlecht gefühlt. Ferritin hoch, runter. Zweite Impfung das Gleiche. Dann ist aber er skeptisch geworden. Reden wir über Einzelfälle, Herr Frank, oder gibt es wirklich die Breite der Fälle? Ich fordere. Und die Kausalität ich, da. Ich genau. fordere. Aus dem Einzelfall aufs große Ganze ich, in meiner, zu ich bin, sehr gut, ich bin sehr gut vernetzt. Also wir haben hier den Herrn Amthor, der einfach kein Wort zu irgendwas sagt. Kluger Junge. Wir haben den Allgemeinmediziner, der hier ganz klare Gefahren anspricht. Und wir haben den Herrn Montgomery, der alles völlig uninteressant, und damit diesen Leuten, die wirklich massive Probleme haben, und das scheinen Hunderttausende bis Millionen in diesem Land zu sein, einfach wegwischt. Scheißegal, wen interessiert's. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Denn wir haben den Leuten ja immer erzählt, dass jeder, der damit ein Problem hat, ein Schwurbler und ein Aluhutträger ist. Schauen wir weiter. Mit wirklich führenden Epidemiologen, die nichts zu melden haben in dieser ganzen Corona-Diskussion. Ja. Zum Beispiel Matthias Schrappe, das ist Gerd Antes. Ja, und die sagen von Anfang an, wir haben überhaupt keine Erfassung, wir lassen die Leute blind ins Messer laufen, wir kümmern uns überhaupt nicht um irgendwelche harten Datenerhebungen. Und wenn Herrn Mattes zu diskreditieren, der als Erster jetzt mal versucht, da irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, finde ich ein starkes Stück. Wo sind bitte schön die Untersuchungen, die zeigen, dass diese Impfnebenwirkungen marginal sind? Also Herr Frank, und sind wir uns darüber nicht einig, dass es nicht wissenschaftlicher Standard ist, eine Studie, die noch nicht abgeschlossen ist und die noch gar nicht ausgewertet worden ist, rein empirisch, irgendwie irgendwas dazu zu sagen und eine Zahl zu konstruieren wie 0,8, warten wir doch mal ab, was rauskommt, wenn diese Studie zu Ende ist und wenn sie ausgewirkt wird. Und Sie müssen darüber hinaus auch wissen, das ist keine Studie, kein sogenanntes randomisiertes prospektive Untersuchung, sondern das ist die Bitte an Menschen, sich zu melden, ob sie Impfnebenwirkungen haben. Warum haben wir diese Studie nicht, Herr Montgomery? Wenn diese Verdachtsmomente da sind. Wir haben die Studie, wir haben die noch nicht fertig und noch nicht ausgewertet. Herr Gaffron rein, ich habe nämlich da auch direkt eine Frage an Sie, Herr Gaffron, und zwar, haben Sie denn als Bürger Bedenken gehabt oder haben Sie sich impfen lassen? Wie stehen Sie denn zu den Nebenwirkungen? Also ich bin ein treuer deutscher Staatsbürger. Meine Eltern sind auch Uraltdeutsche. Von daher bin ich natürlich, wie es der Befehl verlangt, dreimal impfen gegangen, habe mich auch boostern lassen, entgegen der Empfehlung von Freunden von mir, die Ärzte sind, und habe es alles getan. Und meinen amerikanischen Freunden, von denen ich viele habe, die mich ja geraten haben, mach das nicht, und habe gleichwohl Corona bekommen. So viel dazu. Ich lasse mich also in Zukunft nicht mehr impfen, weil in der Abwägung
der Impfrisiken gegen die Tatsache, dass ich dann Corona trotz Impfung bekommen habe, hat mich irgendwie in meinem Inneren etwas aufgewühlt. Aber ich möchte eigentlich zwei andere Fragen stellen, die ich heute Morgen schon mir überlegt habe, im Bettchen noch, denn ich bin nicht froh, dass es darf. Und zwar ist die eine Frage ist, ich bin nie klar geworden, über Jahre höre ich den so objektiven Deutschlandfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, und werde ich jeden Morgen bekomme ich meine Lesung. Und unter anderem waren über Monate, wie der Wehrmachtsbericht früher, waren die Berichte über die Corona-Zahlen. Und dann hörte ich immer mit und an Corona. Ja. Eigentlich schon verstorben. Was ist ein mit und was ist ein an? Entweder hat er Corona oder ist er an mit Corona oder an was gestorben? Sie haben eben die Wissenschaft bemüht. Mhm. Wie wollen Sie denn zu klaren Ergebnissen kommen? Ist er nun an oder mitgestorben? Haben wir. Wer? Ja, wie haben was? Wir. Das ist wir doch keine nicht, Zahl. Wir können nicht jeden Patienten, der an oder mit Corona stirbt, obduzieren. Das heißt aber schön, dass wir fälschen warte können. Mal, warte mal. Es gibt aber Untersuchungen, die das ganz klar beweisen. Und zwar gibt es zum Beispiel im Bereich der Universitätsklinik Hamburg, Professor Püschel und andere haben eine Studie gemacht, an 1000 in Hamburg gestorbenen Menschen, zu 85% sind die an Corona, die wären zu dem Zeitpunkt nicht gestorben, wenn sie nicht Corona gehabt hätten. Dass natürlich diese Menschen auch andere Erkrankungen haben, das ist eine andere Kiste. Aber wir sind doch nicht so zynisch, dass wir sagen, also du hast jetzt eh schon eine andere Erkrankung, deswegen stirb mal an Corona. Ja, bevor Sie so die Trommel rühren, 85% sind an Corona zu dem Zeitpunkt. Aber es kommt auf den Kontext an. Es kommt gerade dieses Thema ist in den USA, wird schon viel länger sehr viel offener diskutiert, dass nämlich viele Menschen, die in die Todesstatistik mit eingeflossen sind, vorher schon 3-4 schwere Krankheiten hatten, teilweise schon Ende 70, Anfang 80 waren und dadurch eben durch den Effekt und die bereits bestehenden schweren Krankheiten, die sie hatten, gestorben wurden. Und am Ende war es alles in der Corona-Statistik mit eingeflossen, was dadurch die Gefährlichkeit dieses Virus in der Darstellung statistisch deutlich drastischer dargestellt hat als die realen Zahlen, die realen an diesem Virus gestorbenen Menschen. Das ist auch eine Diskussion. Mal hier ganz positiv was gesagt. Ne? Ich bin ja immer hier auch dabei, das kritisch zu sehen. Hier bei Bild, ja, wo wir ja alle immer sagen, oh Gott, die Bild-Zeitung, pfui, die diskutieren etwas, was wir in den letzten 2 Jahren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen komplett vermisst haben, was wir in sämtlichen Talkshows, Podcasts, da gab es nur die eine Richtung und alle anderen waren Verschwörungstheoretiker und Vollidioten, die Armageddon sehen. Ja, wir kennen ja das Spielchen, wie es heutzutage hier gemacht wird. Und jetzt wird es hier offen diskutiert. Das mal ein großes Kompliment an die Bild-Zeitung. Und auf den Kontext an. Emotionaler Druck wurde nein, ich habe Entschuldigung, da musste ich meine Frage noch stellen, die mich bewegt, dann kann ich nicht einschlafen. Dann darf ich können Sie nicht verantworten. So, was ich dann tue. So, also, die Frage ist, wieso, die haben gesprochen von den Zuständen auf den Stationen. Ich habe eine sehr gute Bekannte, die ist OP, also Schwester in der Charité auf einer Intensivstation. Und wissen Sie, was mich umgehauen hat? Die lässt sich nicht impfen. Wie haben wir eine Situation, dass die unmittelbar konfrontiert sind mit dieser Heimsuchung des Herrn, dass diese Leute, die nun wirklich zittern... Könnte ein Einzelfall sein, Herr Gaffer. Es ist kein Einzelfall. Das ist nein, genau, ich hatte heute bis zu 2/3 5% der Mitarbeiter. Und da hat man in Italien und in Frankreich eine sehr klare Regel gefunden. Ja, warum? Man hat diese Menschen in andere Bereiche versetzt oder ihnen das Arbeit... Einzelfall. Den Begriff kennen wir auch in anderen Bereichen, wo der gerne benutzt wird. Das war doch nur ein Einzelfall. Ich kann da auch nur sagen, wie gesagt, ich habe es hier mit tausenden Kunden in dieser Firma zu tun. Viele im Pflegebereich, die jetzt schreiben und sagen, es kam ja erst die Zahlen raus, 800.000 fehlende Pflegekräfte im Pflegebereich, die sich sagen, nein, machen Sie nicht. Lieber werden Sie arbeitslos, als sich impfen zu lassen. Viele im medizinischen Bereich, mein Hausarzt selber, aber da erzähle ich nachher gerne mal was darüber, der ja mich, seitdem ich geboren bin, kennt er mich, der hier auch ganz klare Statements sagt und sagt, jede einzelne Woche kommen mehrere Personen rein, die drastische Impfnebenwirkungen haben und jetzt so langsam ihrer Illusionen beraubt werden. Ich hatte heute eine Schwester. Aber die haben weitergearbeitet. Ich hatte heute und haben eine sich impfen heute, lassen. Weil dann Sinn. Nämlich irgendwann die Vernunft und der Verstand einsetzt. Oder das war der Zwang. Lassen Sie mich das. Ja, aber Vernunft und das aber auch der Zwang führt ja manchmal dazu, dass man sich der Vernunft beugt. Warum gerade in dem Personenkreis? Ja, ich hatte. Da ist der Zwang gekommen. Schön auch, dass die Moderatorin das bei der Bild-Zeitung sagt.
Herr Montgomery meint, diese Leute, die sich haben nicht impfen lassen in Italien, die gekündigt wurden, die auf der Straße saßen ohne Arbeit, die sind irgendwann zu Verstand, zu Vernunft gekommen, um weiterarbeiten zu können, haben sich impfen lassen. Und sie sagt dann zu Zwang, auch hier erstaunlich, das ist eine Diskussion, die hätte von Tag 1 geführt werden sollen, sie dürfte aber nicht geführt werden. Heute eine Schwester aus der Stroke Unit, die genau sich aus diesem Grund nicht impfen lässt, weil sie sagt, sie sieht, dass eben vermehrt Junge, die ja nie von Covid-19 bedroht sind, das ist ja auch das Problem, wenn wir bei der Impfung über die Risikogruppen sprechen, dann können wir drüber sprechen. Aber doch nicht bitte die, die überhaupt nicht von Covid-19 bedroht sind. Da müssen wir doch jetzt stoppen. Und diese Schwester hat jetzt gekündigt. Weil sie sagt, sie macht das nicht mehr mit. Und wir müssen einfach auch mal die Gesamtzahlen sehen. Wir haben vorhin über Übersterblichkeit gesprochen. Da kann man jetzt natürlich lange diskutieren, wie ermittelt man Übersterblichkeit. Aber wenn Sie das prozentual nehmen, dann sehen Sie, dass 2020 im Vergleich zu den Einzeljahren eher ein günstiges Sterbejahr war, muss man sagen. 2021 jedoch im zweiten Jahreshälfte ging das los. Und es betrifft die jüngeren Jahrgänge. Das sind Fakten. Das kann ich Ihnen auch leicht belegen. Ja. Also wir haben hier kein Übersterblichkeitsproblem gehabt 2020, aber wir fangen mit 2021, zweite Jahreshälfte, damit an bei Jüngeren. Ich sage nicht, dass das die Impfung ist. Aber da hat die Kampagne angefangen bei den Jüngeren. Und das müssen wir untersuchen. Und wenn Herr Mattes diese Meldungen gibt, dann macht er nicht, weil er jetzt sagt, das ist die fertige Studie, sondern sagt, es ist Gefahr in Verzug. Wir müssen das Thema jetzt diskutieren. Und ich appelliere an alle, die irgendwie Verantwortung tragen. Bitte machen Sie nicht so weiter. Bevor wir nicht wirklich die Sache sauber untersucht haben, können wir nicht wieder diese Panik schüren, Leute in die Impfung treiben. Kann man Impfen stoppen oder was ist Ihr Problem? Ja, wollen wir aufhören mit Impfen? Impfen verbieten. Nach allen seriösen Kriterien muss die bedingte Zulassung gestoppt werden und die Sicherheitsfragen geklärt werden. Und damit das Impfen. Also wollen Sie gar nicht mehr impfen. Sie setzen die Seriosität der Kriterien. Weil ich die Zahlen nenne. Gegen die gesamte seriöse Wissenschaft. Gegen die gesamte, also wir haben hier auch das Thema, wenn Sie Staats- und Pharma-Meinung sind, dann gehören Sie zur seriösen Wissenschaft. Und ein Millimeter daneben, wenn Sie nicht die Leitlinie zu 100% übernehmen, dann sind Sie ein unseriöser Schwurbler, Covidiot, Aluhutträger, Querdenker, Rechtsradikaler. Dann sind Sie zumindest aber mal höchst unseriös und sollten eigentlich gar kein Mediziner mehr sein. Sie sehen hier live in dieser Sendung, wie dieses Spielchen getrieben wird. Nein. Die seriöse aber Wissenschaft kommt doch gar nicht zu Wort. Ich habe Ihnen gerade die wichtigste Zahl genannt und Sie haben sie nicht gekannt. Das disqualifiziert Sie beide, muss ich Ihnen ganz klar sagen. Ja, wir nehmen das demütig hin, dass Sie uns da disqualifizieren. Wir reden 2% Covid-Patienten in Krankenhäusern. Haben Sie selber den Impfstoff bereits verimpft oder von Anfang an den nicht verimpft? Ich habe ihn bei Patienten in der Risikogruppe anfangs verimpft. Dann habe ich mich da näher mit befasst und habe mich dann entschlossen, nicht mehr zu impfen, weil ich kann dies nicht verantworten. Und ich habe auch erlebt, dass viele Kollegen leider den Leuten nicht gesagt haben, dass es eine bedingte Zulassung ist und damit nicht regulär. Und die Zulassungsstudie, Herr Montgomery, ist 2023. Die bedingte Zulassung der Impfstoffe ist von Anfang an klar gewesen. Also ich bin hier erstaunt, dass es hier überhaupt zur Disposition steht. Es muss auch jedem, der sich hat impfen lassen, klar sein. In so kurzer Zeit, das ist ja absolute Weltrekordzeit, in der die plötzlich mit diesen Impfstoffen rauskamen, wo es kurz davor noch hieß, die brauchen mindestens 2 bis 3 Jahre, mindestens. Und dann ging es so. Ja, was glauben Sie denn, wie das so schnell geklappt hat? Indem man Langfriststudien macht und das erstmal austestet, wie die Nebenwirkungen sind. Auch hier, die Informationen dazu waren von Anfang an da, wenn man einfach nur seine Augen und seine Ohren offen hatte und sich nicht allem verstellt hat und jeder Person ganz nach staatlicher Leitlinie, die nicht dazu gestanden ist, sofort abgesprochen hat, überhaupt Intelligenz zu besitzen oder klar einen klaren Gedanken fassen zu können. Jetzt haben wir den Salat. 2023 Sie kennen genauso wie ich diese 8 Seiten, die jeder ausfüllen muss, wenn er geimpft wird, in denen der Patient darüber aufgeklärt wird. Und so. Das ist exakt der Punkt, der es ganz schlau gemacht hat in der Pharmaindustrie. Jeder hat sich selbst unterschreiben lassen, dass er sich der Risiken bewusst ist. Ich weiß das ja selber, ja, bei der Geschichte, wie es gelaufen ist. Hat selbst unterschrieben,
dass sämtliche Nebenwirkungen, die auftreten, das ist ja auch rechtlich so mit dem deutschen Staat vereinbart worden von Seiten der Pharmaindustrie, dass sämtliche Nebenwirkungen nicht auf die Hersteller der Impfstoffe zurückfallen. Was glauben Sie wohl, warum die sich das von Anfang an haben rechtlich so reinschreiben lassen? Sogar unterschreiben muss, dass er das weiß. Also Sie haben das doch selber bei Ihren Patienten hoffentlich gemacht. Weil wir haben, haben bei mir so einen Packen Informationen unterschrieben. Ich habe die eine halbe Stunde aufgeklärt. Und sehr gut. Und im Impfzentrum. Und die haben sich, weil sie klug waren, trotzdem impfen lassen. Ja, und das ist ja das, was uns geholfen hat. Bei 1700, wissen Sie, wir haben heute, bei 1700 auf der Spitze der letzten Welle, bei 1700 Inzidenzrate, einer irre hohen Inzidenzrate, haben wir... Sagt, hör doch mal zu, haben wir doch weniger Tote gehabt, als wir bei 150 Inzidenzrate vor dem Jahr davor gehabt haben. Sie haben 2021 mehr Tote. Der Impfung. Sie haben 2021. Das ist Ausdruck der Impfung und nicht Ausdruck der irgendwelcher anderen. Herr Montgomery, wir können über die seriös gesetzten Daten. Wir haben 83 Jahre Durchschnittsalter. Wir können über die Risikogruppen sprechen, aber was unterhalb der Risikogruppen abläuft, halte ich für eine Fehlleistung, die können sich als die größte seit Bestehen der Bundesregierung herausstellen. Herr Frank, wir werden jetzt einmal hier am Tisch die Köpfe abkühlen. Ja, Sie als Steuerzahler dürfen gleich Ihre Frage stellen, die Sie schon angemeldet haben, Herr Gaffroy. Wir geben eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann wieder zurück. Also nochmal, toll, dass das hier so offen diskutiert wird und nicht nur hier. Wenn Sie einfach mal bei YouTube reingehen, Impfdiskussion, Nebenwirkungen, jetzt plötzlich ploppen überall die Videos auf. Das ist natürlich auch kein Zufall. Ich weiß nicht, welche Situation wir da haben, um es da eine Ablenkung von irgendwas anderem gehen soll. Ich glaube, auch rechtlich wird da wenig zu machen sein, denn die Pharmaindustrie hat sich längst abgesichert, dass sämtliche Nebenwirkungen, die auftreten, nicht auf sie zurückfallen, weil dieser Impfstoff ja in so schneller Zeit geschaffen werden musste, um die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Trotzdem sehr, sehr gut, dass das hier geführt wurde. Schreiben Sie mir doch selber mal und bitte, ganz wichtig, weil ich weiß, das ist eine hitzige Diskussion und ich weiß, wie beim Russland-Thema, da gibt es unterschiedliche Meinungen und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir eine diverse Community haben mit unterschiedlichen Meinungen. Ich möchte sie auch mit unterschiedlichen Meinungen und mir ist es auch nicht wichtig, ob Sie meine Meinung haben. Das ist vollkommen unwichtig. Ich schätze Sie dafür, dass Sie Ihre Meinung haben. Wichtig ist es überhaupt, eine Meinung zu haben und das haben die meisten Leute gar nicht. Die meisten Leute haben eine Meinung eingenommen, weil Sie nun eine Entscheidung hier getroffen haben und jetzt müssen Sie damit leben und jetzt wollen Sie nicht mehr in die andere Richtung gucken. Jetzt will man nicht mehr sehen, ob das nicht vielleicht das Dümmste war, was man überhaupt jemals hätte machen können. Das bleibt offen und das werden hoffentlich irgendwann Auswertungen zeigen, ob die echt sind. Ich weiß es nicht, weil wenn das wirklich alles rauskommen würde, was hier angedeutet wird, ich glaube, dann will jeder, der das damals für gut geheißen hat, sich in Deckung gehen und sich schnell in seiner Höhle verziehen. Schreiben Sie mir mal rein, was Sie von diesem Interview halten, ob Sie das nicht auch gut finden, dass jetzt mal eine offene Diskussion darüber geführt wird. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir grundsätzlich zwei Meinungen, alle Meinungen zulassen, unterschiedlichste Ansichten und nicht nur eine, die auf Leitlinie des Staates und der Person dahinter sind. Das wurde hier angefangen bei der Bild-Zeitung, das finde ich sehr, sehr gut. Ich wünsche Ihnen jetzt ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke.